Ich bin hier zusammen mit Dennis aus Deutschland. Dennis und Eileen haben uns besucht hier in Faithward Baptist Church in Tempe, Arizona. Und ihr beide geht zur Baptistenkirche Zuverlässiges Wort in Pforzheim. Genau. Dennis, wie war hier so deine Erfahrung, Seelengewinn gehen in den USA, in Phoenix, Tempe? Wie war deine Erfahrung beim Seelengewinn in der Kirche? Kannst du mir ein bisschen was berichten? Ist auf jeden Fall ein bisschen anders als in Pforzheim. Erst einmal ist natürlich das Wetter hier ganz anders. Also wenn du hier bei 46 Grad draußen Seelengewinn gehst, das ist halt was anderes, als wenn du draußen, weiß nicht, bei frischer Brise bei Seelengewinn gehst. Also wir hatten halt Momente, wo man hat hier so eine leichte Brise, aber die leichte Brise ist hier halt so, dass, als ob man irgendwie ein Haarföhn in dein Gesicht hält. So, ne? ja, aber wenn du halt genug Wasser trinkst und Elektrolyte zu dir nimmst, dann geht's eigentlich. Und immer schön eine Kappe aufsetzen, dann passt das. Genau. Ansonsten ist halt die Organisation des Seelengewinns relativ leicht, weil man kennt es ja vielleicht irgendwie aus den amerikanischen Filmen, die manche Viertel sind halt so in Blöcken aufgeteilt, so nennt man das, glaube ich, ne? Und da ist dann halt ganz einfach, man geht einfach im Kreis, dauert dann in der Regel 1,5 Stunden, vielleicht gibt es auch mal Gespräche mit Leuten, wo es halt ein bisschen länger dauert. Und dann hat man eigentlich schon einen Block komplett durch. In Deutschland ist das halt so, ich meine, ihr kennt es ja selber, wenn ihr da durch irgendwelche Dörfer geht, dann habt ihr da vielleicht mal ein Grundstück und weiß nicht, hinter dem Haus ist da noch ein Haus und dann ist da irgendwie noch ein Haus dazu gebaut worden und dann muss man erstmal doppelt, dreifach gucken, ob man dort wirklich alles abgeklärt hat. Ja, hier ist einfach alles auf dem Papier natürlich auch aufgezeichnet. Die Straßen sind alle gerade und es ist einfach dieses Netzsystem und dann kannst du eben einen einzelnen Block dir aussuchen. Ja. Das ist, was du meinst, nicht wahr? Ja, genau das. Also das ist auf jeden Fall ganz spannend. Des Weiteren merkt man halt wirklich, dass die Leute hier sehr viel offener sind für das Evangelium. Also wir haben halt sehr viele Viertel gehabt, wo halt größtenteils Mexikaner leben oder generell Leute aus Mittelamerika, Südamerika, die halt so einen katholischen Hintergrund haben. Ja. Und man merkt einfach, dass die Leute echt empfänglich sind für das Evangelium. Ne? Also in Deutschland, wenn wir da halt in Dörfern Seelengewinn gehen, dann kriegt man Sachen zu hören, wie fragen die, ob die in die Kirche gehen. Und dann gibt es halt Sachen so, nee, und ich werde auch niemals in eine Kirche gehen oder also. Man kriegt da schon irgendwie so gefühlt eine verbale Klatsche ins Gesicht. Also in den USA ist das halt nicht so. Dort sind die Leute ganz anders drauf. Ja. Es kann auch sein, dass es halt Viertel gibt, wo es nicht so ist, aber die Erfahrung, die ich jetzt halt persönlich gesammelt habe, war, dass die Leute ja so relativ empfänglich sind. Ich habe auch gehört, dass es halt Viertel gibt, wo beispielsweise Mormonen sind, die überhaupt nicht empfänglich sind. Na? Genau, in Mesa, da haben wir sehr viele Mormonen. Und bei den Mormonen ein guter Trick ist, wenn man die fragt, okay, wenn ich dir zeigen würde aus der Bibel, was die Bibel sagt, wie du in den Himmel kommst, würde das jemals deinen Glauben ändern? Ja. Da sagen viele dann nein. Ja. Weil wenn du bei den Mormonen einfach versuchst, normales Evangelium zu verkündigen wie jedem anderen, die werden dich ganz einfach anlügen in vielen Fällen und dann zuhören, ganz nett sein. Yeah, that's what I believe too. Thanks for coming. Und so, aber das sind Lügner meistens. Ja. Aber das ist nur so eine Sache am Rande. Ja. Ja. Was kann ich noch erzählen? Wir waren ja auch in Kalifornien, da sind wir auch Seelengewinn gegangen. Und da, also in dem Gebiet, wo wir waren, war es halt so ein bisschen gemischt. Da waren Hispanics, da waren Afroamerikaner, da waren auch Weiße, also war relativ gemischt. Da kann ich sagen, ja, da waren manche schon empfänglich, manche waren gar nicht empfänglich. Also es ist halt unterschiedlich so, ne? Ja, ich denke, hier im Durchschnitt ist es wirklich empfänglicher, wie du meintest. Ja, definitiv. Klar, in Pforzheim ist es sehr empfänglich, aber was wir damit meinen, sind eben junge Leute, nicht wahr? Ja, genau. Junge Leute, aber hier werden viel mehr auch ältere Leute gerettet als in Deutschland. In Deutschland ist meistens so ältere Leute, so und mit älteren meine ich jetzt nicht nur wirklich alte Leute, sondern die keine Jugendlichen mehr sind im Grunde genommen, werden kaum gerettet, leider. Das ist wirklich ein Unterschied, den ich auch gemerkt habe. Aber was mir aufgefallen ist, wenn es nur um die jungen Leute geht, ist der Unterschied gar nicht so groß. Weil viele haben andersherum auch die Vorstellung, oh, Europa ist so komplett unempfänglich, Deutschland ist so komplett unempfänglich. Ist nicht wirklich der Fall, wenn du mit jungen Leuten redest. Ja, das stimmt. Deswegen, so groß ist der Unterschied gar nicht. Ja. Ich habe mal auch so eine Notiz auf meinem Handy, wo ich mir Namen aufschreibe von den Leuten, die gerettet werden. Aus meinem persönlichen Seelengewinn. Ja. Die Zahlen unterscheiden sich kaum, ehrlich gesagt. Ja. Was ganz aber daran liegt, dass ich in Deutschland eben hauptsächlich auf junge Leute zugegangen bin. Ja. Und dann merkst du, da unterscheiden sich die Zahlen einfach kaum. Ja. Aber es ist richtig, ältere Leute hier sind viel offener und du triffst auf viele gerettete Leute. Ja. Wann war das letzte Mal, als du jemanden getroffen hast in Deutschland, der gerettet war? Das letzte Mal, ich kann nicht genau sagen, wann das war, aber das war halt da am Bahnhof, da war halt eine junge Dame, die war schon gerettet, aber das sieht man halt nicht so oft wie hier. Ja. Also hier, du hast halt so ein Beispiel ungefähr. Ja. Ich kann mich an gar kein Beispiel erinnern. Ja. Ich konnte buchstäblich gar kein Beispiel erinnern. In der Zeit, wo du halt noch in Deutschland warst, da war es halt noch nicht so, aber jetzt mit der Zeit merkt man langsam, dass man öfters auf Leute zutrifft, die schon sagen, ey, ich bin gerettet oder
Ich glaube an das richtige Evangelium, oder ich habe euch schon angetroffen und habe das Evangelium angenommen und mir die Videos angeschaut. Ja. Also langsam sieht man das so, langsam kommt das auf jeden Fall. Ja klar, wenn wir weiter in Pforzheim arbeiten und Rekrutierungsmaßnahmen durchführen. Man merkt die Früchte. Man merkt die Früchte. Verfassungsschutz bitte zuhören, da werden Leute rekrutiert auf der Straße. Genau. Ganz schlimm, aber Spaß beiseite. Also das ist halt wirklich ein Riesenunterschied. Du triffst kaum schon gerettete Leute in Deutschland. Das ist richtig krass. Dagegen hier in den USA, wenn du lang genug Seelengewinn gehst, so über eine Stunde, kannst du eigentlich jedes Mal jemanden treffen, der gerettet ist. Ja. So im Durchschnitt gesehen, jedes Mal. Ja, das ist echt krass. Das ist echt krass. Und, ich meine, das motiviert auch ein bisschen ein, dass man einfach dranbleibt, so, weil man hat jetzt hier gesehen, wie es halt aussehen kann, wenn man Seelengewinn geht, dass man wirklich öfters auf Leute trifft, die einfach gerettet sind. Wir merken das jetzt bei uns im Pforzheim ein bisschen. Aha. Und die Hoffnung ist einfach, dass es dann irgendwann so ist, weiß nicht, wie ähnlich wie ein Tempi einfach. Ne? Das wäre natürlich ein Traum. Ja. Der Unterschied ist natürlich auch, es gibt hier wirklich viele gute Baptistengemeinden. Die Leute denken immer so, oh, ihr New Elfbieler, ihr schreibt irgendwie alle anderen ab, alle anderen sind nicht gerettet, das stimmt nicht. Besonders Pastor Anderson predigt immer wieder, dass wir einfach in eine Gemeinde gehen sollen als Christen. Egal, was das für eine Gemeinde ist. Ja. Solange die das richtige Evangelium haben, hey, möglichst Seelengewinn und so weiter. Ja. King James Only im englischsprachigen Raum. Aber das Problem in Deutschland ist eben wirklich, dass es kaum gute Gemeinden gibt. Das ist einfach so, dass da übertreiben wir auch nicht irgendwie. Ich meine, was für gute Gemeinden gibt es in Pforzheim? Ja. Ich meine, da gibt es natürlich sogenannte Baptisten. Also, dann hast du Baptisten halt, dann hast du die halt Gemeinde vom LG, von unserem lieben Freund, dem Lothar, die Bibelgemeinde, die natürlich komplett falsches Evangelium lehrt. Ja. Und das ist echt der große Unterschied, weshalb es hier auch viel mehr gerettete Leute gibt, die man auf der Straße antrifft, dass hier wirklich so viele andere gute Baptistengemeinden gibt. Allein schon in einer Stadt in den USA kannst du einen Haufen Baptistengemeinden finden. Wenn ich mit den Leuten hier in Amerika rede, darüber, wie weit man in Deutschland fahren muss, um eine gerettete Kirche zu besuchen, die kommen gar nicht drauf klar. Also wenn man denen schon sagt, ey, ich muss 2 Stunden fahren, die sagen schon, Alter, so weit. Ne? Also das zeigt schon, dass die Leute hier eigentlich gar nicht weit fahren müssen, um eine Kirche mit einer richtigen Lehre zu finden, einfach, weißt du? Aber hey, wir wollen nicht dieses Video machen, um irgendwie Leute abzuschrecken, oh, Deutschland ist so schlecht oder so, denn hey, gibt es gute Gemeinden? Ja, gibt es. Klar. Du musst dich eben auf die Suche begeben. Gibt es einen in Pforzheim? Ja, die Baptisten ist nicht zulässiges Wort. Amen. Und das ist motivierend zu hören, dass ihr auf Leute trefft, ey, ich habe schon mit euch gesprochen, ich habe schon sogar gegen angenommen und so weiter. Ich meine, hey, gibt es Hoffnung für Deutschland, ja oder nein? Klar. Es gibt Hoffnung für Deutschland, meiner Meinung nach. Ja. Denn junge Leute sind offen für das Evangelium. Wenn junge Leute offen sind für das Evangelium, dann gibt es eine neue Generation, die offen ist für den Herrn, von denen viele hoffentlich dem Herrn nachfolgen werden. Denn wir haben Leute in der Gemeinde, in Pforzheim, die durch Seelengewinn durch uns gerettet wurden. Ja. Und das ist super motivierend, deswegen unbedingt weitermachen in Deutschland. Ja. Und wir können wirklich was verändern. Ja. Ja. Das war so deine Erfahrung beim Seelengewinn hier, ein bisschen verglichen mit Deutschland. Wie war es hier in der Kirche, in Faithful Baptist Church? Oh, das ist natürlich super, das erste Mal hier zu sein, oder? Es war halt echt schön, mal wirklich so eine große Gemeinde zu sehen von geretteten Leuten. Ich meine, in Deutschland sind wir halt noch relativ kleine Gruppe. Hier ist es halt schon ein bisschen anders. Ne? Hier gibt es halt mehr NIFB-Gemeinden und das hat echt einen ermutigt, so die Leute mal kennenzulernen, sich mal einfach ein bisschen auszutauschen. Ne? Die haben auch gerne gefragt, die haben auch immer gefragt, so, ja, wie ist denn bei euch so, wie ist die Situation? Ich habe erzählt und die haben erzählt, wie es bei denen ein bisschen aussieht. Ne? Es war echt ein super Austausch und ich kann echt auch die Gemeinde ermutigen, dass ihr mal einen Trip hier hin macht und einfach mal die Leute kennenlernt. Das ist echt eine gute Sache auf jeden Fall. Amen, ja. Ja. Und aber du hast wahrscheinlich auch viele Gemeinsamkeiten entdeckt hier, nicht wahr? Denn unsere Gemeinde in Pforzheim ist natürlich aufgebaut nach dem Muster hier. Ja. Ich habe einiges kopiert, sogar den Wischer. Den Wischer? Wischmopp. Den Wischmopp. Ah. Sogar den haben wir kopiert. Mhm. Aber ja. Was würdest du dir so mitnehmen hier aus deiner Erfahrung in den USA? Was ich jetzt am meisten hier so mitnehme, das ist einfach die Motivation dran zu bleiben, dass wir irgendwann auch an so einen ähnlichen oder vielleicht am selben Punkt ankommen. Ne? Ich meine, das ist einfach nur schön, das hier zu sehen. Ne? Weiß ich, Familien, ältere Leute, junge Leute, das ist einfach echt eine gute Sache. Ja. Ne? Klar, es ist schön zu sehen, dass hier schon so viele Leute sind. Ja. Und, aber hey, unsere Gemeinde in Pforzheim, die wächst auch. Ja. Langsam, aber stetig kommen Leute dazu und ja. Andersherum, wie Bruder Segura auch meinte, als er zu Besuch war in Pforzheim, ist es für Amerikaner motivierend zu sehen, dass ihr zum Beispiel 6 Stunden fahrt. Mhm. So,
Was zum Henker? Die fahren 6 Stunden einfach nur, um zur Kirche zu gehen. Ja. Einfach nur, um Seelengewinn zu gehen. Mhm. Das ist halt auch, man kann sich gegenseitig ermutigen, nicht wahr? Ja. Ihr kommt hierher, seid eine Ermutigung für andere, wenn die hören, die fahren so weit. Mhm. Hier ist es eher so, oh, ich muss 30 Minuten zur Kirche fahren, dann gehe ich lieber in irgendeine komische Nasi-Nase. Das ist auch genau das, was einige gesagt haben. Die haben gesagt, ah, ich habe mich schon ein bisschen beschwert, dass ich 1 Stunde fahren muss, aber jetzt kommt mir das irgendwie nicht mehr so weit vor. Also ja, hast du schon recht, genau. Dass man ermutigt sich. Man kann sich gegenseitig ermutigen. Mhm. Andere Länder sind nicht unbedingt immer viel schlechter. Ja, ja. Das ist krasses Grün auf der anderen Seite des Zaunes. Ja. Und genauso wie wir natürlich Ermutigung bekommen von Leuten hier aus den USA, können wir auch eine Ermutigung sein als Deutsche für Amerikaner, die eine bessere Situation haben. Aber oftmals ist es so, wenn wir eben in einem Land sind, wo es schon so viel Christen gibt und so viele Ressourcen gibt und alles, die Tendenz, menschliche Tendenz ist eben dazu, fauler zu werden. Ja. Und wie würdest du so die allgemein die spirituelle Situation in Deutschland beschreiben? Derzeit schwer zu sagen. Also auf der einen Seite sieht man, ich meine, ihr seht es ja selber, man sieht auf der einen Seite, dass alles immer weiter den Bach runtergeht und auf der anderen Seite sieht man, dass es langsam immer mehr Leute gibt, die sich dagegen stellen. Ich meine, auf YouTube hat man genug Content, wo man das sehen kann. Man sieht jetzt, dass mehr Leute in unsere Gemeinde kommen, halt, ne? Es baut sich langsam was auf, weil die Leute einfach sehen, ey, da bahnt sich was an, was komplett falsch ist. Also ich würde sagen, schwierig. Also es geht auf jeden Fall in die Richtung, dass auf jeden Fall langsam Widerstand entsteht. Und das ist so gut so. Ja, ich denke, was passiert ist, dass die Welt einfach immer verrückter wird. Das ja. Und man daher, das in 10 Jahren vergleicht, so, es hat sich viel getan in den letzten Jahren. Aber daher Christen, die wir eben an die Bibel glauben, die sich nicht verändert, wir sehen dadurch immer extremer aus. Ja. Die Welt wird immer bekloppter, wir sehen dadurch immer extremer aus. Liegt halt daran, dass die Welt sich einfach immer weiter von der Bibel trennt. So. Mhm. Ne? Und man sieht dann bei dem Unterschied. Also wenn Leute uns als Sekte bezeichnen oder irgendwie als Hassprediger oder sowas, das zeigt einfach nur, dass Deutschland immer weiter weg von der Bibel ist. Und das zeigt auch, dass es notwendig ist, dass wir auch dranbleiben und einfach genauso weiter hart predigen. Aber wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass ihr zur Baptistenkirche zuverlässiges Wort gekommen seid? Lange wurde ihr rekrutiert auf der Straße? Ja, also euch angesprochen, man hat uns ausgepeitscht und nee. Ja, das Ding ist, als wir gerettet wurden, hat man natürlich überlegt, okay, wir müssen jetzt mal eine richtige Gemeinde besuchen. Also ich versuche es jetzt mal ein bisschen kurz zu fassen, sonst wird das jetzt ein bisschen zu lang dauern. Aber wir haben halt überlegt, okay, wir müssen jetzt eine richtige Gemeinde finden mit einem richtigen Evangelium. Und ja, wir hatten halt eine Gemeinde, die war 2 Stunden von uns entfernt. Die sind auch gerettet, nur das Ding ist halt, der Rest der Lehre, also es ist halt eine Old-IFB-Gemeinde. Und wir dachten uns einfach, okay, entweder wir gehen jetzt in diese Gemeinde, obwohl wir nicht mit allen Lehren einverstanden sind, oder wir fahren halt 6 Stunden nach Pforzheim. Und als wir dann die Gemeinde in Pforzheim besucht haben, dachten wir uns, ey, das ist einfach wert. Und dann wollt ihr das eben in Kauf nehmen, weil hey, ja, es klar. Gibt eine NFB-Gemeinde, ja, ich meine, die Chance nutzen. Man hat halt beides verglichen und man dachte sich einfach, nee, also wenn schon, denn schon, und deswegen sind wir halt in Pforzheim. Okay, aber wie wurdet ihr gerettet? Durch die Videos von dir, durch die Videos von Pastor Anderson. Wir haben halt... Wir haben wirklich dafür gebetet, dass wir endlich mal die richtige Antwort kriegen, weil wir sind halt in einer Kirche gewesen, die einfach ein falsches Evangelium gepredigt hat. Und durch Gebet hat der Herr uns einfach zur Wahrheit geführt. Ich meine, wir haben einfach Durst gehabt nach der Wahrheit. Und der Herr hat uns einfach, weiß nicht, das Video geschickt, er hat uns die Wege geführt. Wir haben uns das Evangelium angehört und es hat einfach Sinn gemacht. Wir haben uns das angehört in einer demütigen Haltung, es hat einfach Sinn gemacht. Endlich hat mal jemand erklärt, wie das Evangelium wirklich ist. Weil die meisten Kirchen machen das heute gar nicht. Die stellen sich gar nicht mehr überhaupt diese Frage. Die versuchen einfach nur irgendwie ein selbstgefälliges, gutes Leben zu führen. Wer sucht, der findet. Ja, eben, das ist halt das Ding. Aber die meisten suchen gar nicht. Das ist halt das Ding. Die meisten suchen nicht. Und wir haben uns das angeschaut. Wir haben das Evangelium angenommen. Das Geschenk angenommen. Und preis den Herrn. Wir sind gerettet. Ja. Wirklich. Es war ein langer Kampf, es war ein langer Weg, aber wir sind angekommen. Weil vorher war denn was für eine Gemeinde? Das war eine Pfingstgemeinde. Mhm. Okay, sagen wir mal so, da waren auch natürlich Pfingstler, also Oldschool-Pfingstler. Und auf der anderen Seite waren die jungen Leute da, die so immer mehr in die charismatische Richtung gehen. Und falls einer von euch schon mal Erfahrungen in diesen solchen Kirchen gemacht hat, dem muss ich eigentlich nicht viel erzählen. Aber was da abgeht, hat halt überhaupt nichts mit Gott, mit dem Gott der Bibel zu tun. Okay, was war das Verrückteste, was du mitbekommen hast in dieser Was ich mitbekommen habe? Was du erlebt hast, das Verrückteste. Ich mach jetzt mal ein Beispiel. Da sind so viele verrückte Sachen passiert. Ich weiß gar nicht, welches.
Ein Beispiel war, ich habe halt gehört, dass eine nach Malle fliegen wollte, um zu evangelisieren. Ich dachte mir, ist so eine super Sache. Das, weißt du, das Evangelium einfach weitergeben und so weiter und so fort. Und dann habe ich halt im Internet gesehen, wie das Evangelisieren dort aussieht. Und dann gab es da irgend so einen christlichen Rapper, der dann am Strand so eine Bühne aufgebaut hat. Und die haben halt Lieder gesungen, die nennen das halt Lobpreis. Aber das hat meiner Meinung nach mit Lobpreis überhaupt nichts zu tun. Das hat sich einfach nur wie so ein Hip-Hop-Konzert angehört. Und wenn ich mir halt vorstelle, dass Leute, die von der Bibel noch nie was gehört haben, so ein Konzert sehen und dann irgendwie angesprochen werden von wegen, hey Jesus, wir wollen dir Jesus näher bringen, dann denken sich die Leute doch, die haben Lack gesoffen oder ich weiß es nicht. Das macht überhaupt keinen Sinn. Das macht echt keinen Sinn einfach. Ja, und das ist halt, und so begegnen manche Leute das erste Mal dem Herrn, indem halt solche Leute so einen Zirkus veranstalten. Und das ist so ein Beispiel. Oder sie begegnen vermeintlich Jesus, ja. Einem anderen Jesus. Ja, es ist halt, da wird halt so ein Hippie-Jesus gepredigt, was halt überhaupt nicht dem entspricht, was in der Bibel steht. Mhm. Ja. Also ihr wart in dieser Pfingstgemeinde, seid ihr christlich aufgewachsen? Oder? Ich bin nicht christlich aufgewachsen, klar, also meine Mutter hat einen christlichen Hintergrund. Sie ist halt in einer christlichen Familie aufgewachsen, in einer Pfingstlerfamilie halt. Ja. Aber zum Herrn gekommen, beziehungsweise für den Herrn interessiert, habe ich mich erst im Jahr 2020, also während der Corona-Pandemie. Mhm. Natürlich war ich noch nicht gerettet, weil ich habe das richtige Evangelium nicht gehört. Und mein erster Ansprechpartner war natürlich halt meine Pfingstlerfamilie. Mhm. So, ne? Dann bin ich halt so in Kontakt gekommen und dann gab es einen Hauskreis, weil wegen dem Lockdown natürlich die Kirchen geschlossen hatten. Und da habe ich dann halt das erste Mal so richtig wahrgenommen, wie die halt beten. Mhm. Und das war halt ein Schock für mich so. Ne? Und als dann die Pandemie-Geschichte oder als das alles ein bisschen gelockert wurde, dann war ich halt in der Kirche. Und das war dann nochmal das Fünffache von dem, was ich halt in diesem Hauskreis mitbekommen habe. Ne? Also man, dieses Geschrei, das hat mir echt so gezeigt, dass da läuft irgendwas falsch. Also ich habe mir von Anfang an gedacht, da läuft irgendwas nicht richtig. Ja. Und ich glaube nicht, dass sie mir die Antwort geben können. Mhm. Ich habe die halt drauf angesprochen. Von wegen, was hat das mit auf sich? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das komplett falsch ist. Mhm. Aber es wird halt direkt gesagt, ja, das ist normal. Du kannst das noch nicht verstehen, weil du noch nicht diese Erkenntnis hast und so weiter. Mhm. Aber davon bin ich jetzt irgendwie auch nicht schlau geworden. Also du redest jetzt so von Zungenrede? Zungenrede, ja. Mit Geistestaufe, so wie die das verstehen. Weil in der Kirche haben die halt die Ansicht gehabt, dass man erst gerettet werden kann, wenn man überhaupt diese Geistestaufe hat. Also siehst du, wie verrückt das ist? Du als damals noch Ungläubiger, als du noch nicht gerettet warst, du hast dir gedacht, wie verrückt ist das denn, nicht wahr? Ja, genau das, was die Bibel beschreibt. Ja. Wenn eben jemand in eure Gemeinde kommen würde und würde alle in Sprachen reden. Ja. Natürlich sind damit tatsächlich Sprachen gemeint. Mhm. Aber mir geht es jetzt dabei um den Aspekt der Unordnung. Es ist natürlich komplett unordentlich, wie sowas abläuft in diesen, ja, Pfingstgemeinden. Ja. Genauso, wie das die Bibel beschreibt, ja, würden da alle in Sprachen reden. Mhm. Womit eben richtige Sprachen gemeint sind, nicht irgendwie Schaklaganga oder so. Sie würden sich denken, ich kann jetzt den Vers nur ungefähr zusammenfassen, ja, dass ihr verrückt seid. Ja. So, genau das hast du dir als Ungläubiger gedacht. Na klar. Ja. Aber die wollen das dann irgendwie verschleiern und ja, das verstehst du noch nicht, blabla. Das ist halt typisch, weiß nicht, wie mit Katholiken zum Beispiel oder egal welcher Religion auf dieser Welt. Man wächst da hinein, aber man hinterfragt das Ganze nicht. Man stellt einfach gar nicht diese wichtigen Fragen, man wächst einfach hinein. Weißt du, man ist es gewohnt und man lebt einfach sein Leben mit dem, womit man aufgewachsen, mhm, ist. Aber wenn man halt diese Liebe zur Wahrheit angenommen hat, dann wird man sich einfach die richtigen Fragen stellen. Und dann auch irgendwann merken einfach, dass da irgendwas falsch ist. Und, mhm, ich für mich kann sagen, ich habe schon lange so diese Liebe zur Wahrheit gehabt. Und das, oh, war auch immer meine Herzenshaltung. Und im Endeffekt war es eben diese Herzenshaltung, die mich zu der richtigen Lehre gebracht hat. Deswegen kann ich jeden von euch ermutigen, habt einfach diese Herzenshaltung, dass die Wahrheit bei euch an vorderster Stelle steht. Nicht euer, mhm, Stolz oder von wegen eurer Herkunft, von wegen, ja, ich komme aus dem Land und da ist diese Religion die Hauptreligion, mhm, und ich verteidige das bis zum Tod. Nimmt einfach die Wahrheit an vorderste Stelle und dann wird der Herr das schon leiten. Mhm. Also das ist das, was ich euch mitgeben kann. Ja, das ist gut. Und das erste Mal, als ich euch von euch gehört habe, das war von eurer Mutter. Sie hatte mich auf Instagram angeschrieben, mhm, über einen Weg zum Himmel-Account. Mhm. Sie hat mir irgendwie ein Foto geschickt, da hatte sie für euch anscheinend irgendwie unser Seelengewinn-Seminar, diese PDFs ausgedruckt. Mhm. Und ich habe mir so, wow, krass, ey. Die haben sich das echt ausgedruckt. Ich habe dieses Seelengewinn-Seminar von Pastor Jimenez schon 2017 übersetzt. Ich habe mir, mhm, das irgendjemand nutzen. Eure Mutter hat das wirklich ausgedruckt. Und ihr seid dieses Seminar durchgegangen. Von vornherein war so eure Haltung Seelengewinn. Ja. Nicht wahr? Ja. Und das ist super. Ja. Ja. Ich mein,
Also wie seid ihr jetzt erstmal auf die Baptistenkirche in Pforzheim? Oder damals war es noch Seelengewinn-Gruppe, Deutschland ja. Seelengewinn. Wie seid ihr jetzt erstmal drauf gestoßen? Durch eine Schwester. Also meine Schwester ist halt bei TikTok ab und zu unterwegs gewesen. Aha. Und da hat es halt Baptisten gegeben, die halt schon gerettet waren. Und die waren auch sehr präsent. Ne? Ja. Also da gab es dann auch gewisse Diskussionen mit Baptisten und mit Pfingstlern und so weiter. Ja. Und meine Schwester ist halt in diese Gruppen da reingegangen, hat sich diese ganzen Gespräche da angehört. Also man kann da, ich habe jetzt keinen TikTok, aber man kann ja. da irgendwie in irgendwelche Gespräche da reintreten, ja. eintreten oder sowas. Und da hat sie dann eine Schwester kennengelernt, die dann halt auch so eine für Frauen eine Website erstellt hat, wo es halt um gewisse biblische Themen geht. Und genau, bei Instagram haben die, glaube ich, auch noch Kontakt gehabt. Und ich glaube, die hat sogar auch eine Instagram-Seite gehabt. Ich habe das nicht mehr genau im Kopf. Jedenfalls war dann dort auch eine Seite, wo es eben um das Thema Errettung ging. Und da wurden dann eben eure Videos verlinkt. Cool. Meine Schwester hat sich das angeschaut. Sie hat mir das dann gezeigt. Und wir haben uns das dann einfach zu dritt angeschaut mit unserer Mutter. Und ich dachte mir, Alter, endlich, ne? Endlich. Ja, und ja, also so kam es halt dazu, dass wir gerettet wurden. Ne? Wir haben, ich meine, das war so die Zeit, als wir dann langsam so die Pfingstgemeinde verlassen hatten oder gar nicht mehr hingegangen sind, weil wir schon komplett genervt waren. Mhm. Und genau zur richtigen Zeit haben wir dann diese Videos gesehen. Wir haben uns das angeschaut, wir haben das Evangelium angenommen und so kam es dazu. Ja, das ist toll zu hören. Und es wird ja gerne behauptet, dass die Baptistenkirche zuverlässiges Wort nur gegründet wurde, weil wir Homo-Hasser sind. Ja. Das ist unser einziges Ziel und ja. Das ist so das, worum es bei uns geht. So, ja. So wird es dargestellt, ich weiß nicht mehr die genaue Formulierung von irgendeiner Schwuchtelseite online, die dann behaupten, ja, es hätte sich nur gegründet. Ach, die Seite, okay. Ja. wegen Homo-Hass. Mhm. Ist das. Wart ihr schon immer Homo-Hasser? Nö. Seid ihr deswegen dazugekommen? Wir haben. Der Grund, warum das so oft gepredigt wird, ist einfach, weil es ein großes Problem in Deutschland ist. Ja. Und das ist eben mein Thema, wo es angesprochen werden muss. Ich meine. Aber ihr seid dazu gekommen einfach durch das Evangelium, weil offen Wort für die Wahrheit. Ja, eben. Ja. Und natürlich, andere Leute kommen, stoßen anders auf das Evangelium. Ja. Weil zum Beispiel eine Predigt hören von Pastor Anderson, wie es so bei mir damals war, wo er gegen die Sodomiter gepredigt hat. Und ich dachte mir, okay, das ist ziemlich hart, aber hey, das ist halt, was die Bibel sagt. So. Mhm. Hat mich dann interessiert eben, okay, was hat er noch so zu predigen? Ich war. Leute haben verschiedene Wege, wie sie auf das Evangelium stoßen letzten Endes. Aber euch war es nicht irgendwie so, wir sind Homo-Hasser und so, das ist unser einziges Ding irgendwie so. Und deswegen wollen wir dabei sein, alles andere ist uns egal, sondern ihr wart einfach offen für die Wahrheit, habt das Evangelium gehört, ja. Das, wonach ihr gesucht habt. Ja, ich meine, guck mal, als wir eure Videos, also deine Videos zum ersten Mal gesehen haben und wir dann gesehen haben, okay, da ist jetzt mal einer, der hat predigt, da gab es natürlich ein paar Stellen, wo wir uns dachten, Alter, das hat er jetzt nicht gesagt, ne? Hast du ein Beispiel? Du hast dann irgendwas gesagt über irgendwelche Irrlehrer oder sowas oder irgendwie die Einstellung von den Leuten und hast halt gesagt, was ist denn das für eine behinderte Einstellung? Und natürlich haben wir erstmal gelacht und dachten uns, Alter, was hat denn der jetzt da rausgehauen? Weil man kennt das halt gar nicht, ne? Aber wir waren jetzt auch nicht irgendwie so, dass sie gesagt haben, was ist das für ein komischer Typ? Mhm. Wir haben halt schon gemerkt, okay, der predigt jetzt halt hart, aber das zeigt doch irgendwo, dass er das Ganze ernst meint und nicht so halbherzig an die Sache rangeht. Und deswegen sind wir halt dran geblieben, haben die Videos weitergeschaut. Und klar sind wir dann auch irgendwann auf diese Themen gestoßen wie LGBTQ und so weiter und was die Bibel dazu sagt. Und natürlich wurden dann auch bei den Dokus zum Beispiel die Verse gezeigt. Mhm. Und wir haben halt das erste Mal die Verse überhaupt richtig wahrgenommen. Wir haben das halt verglichen, ja. Wir haben es nochmal nachgeprüft und haben gesagt, ja, das macht doch Sinn. Ja. Ne? Und also früher habe ich halt so eine Einstellung zu Homos gehabt von wegen, ja, sollen die halt machen. Ne? Also ich habe jetzt nicht so eine Hasseinstellung gehabt. Aber als ich mir halt die Verse angeschaut habe, habe ich gesagt, ey, es macht Sinn. Und da ich halt Kinder gerne habe und ne, ich... Deswegen hasse ich das, wie mit den Kindern umgegangen wird. Speziell in der LGBTQ-Community. Wie die halt mit Kindern umgehen, was sie halt machen. Ja. Ich meine, ich habe eigentlich schon davor so ein paar Beispiele gesehen und auch genug Berichte gesehen. Na, das war nicht von der Kirche. Es gibt auch normale Menschen auf der Erde, die selber Einstellungen haben. Und, natürlich, ja. Ne, und man sieht, dann, das waren einfach Puzzleteile, die durch diese Doku dann einfach zusammengefügt wurden. Mhm. Und man einfach gezeigt haben, ey, das passt. Das macht einfach Sinn. Mhm. Ne? Du sprichst jetzt von der LGBT-Lüge. Das war immer die Deutschland. Ja. Ja, und es ist einfach toll zu sehen, dass immer natürlich in jedem Land, auch in Deutschland, in einem an und für sich gottlosen Land, Leute gibt, die offen sind für die Wahrheit. Und es ist toll, dass ihr dabei seid, dass ihr von Anfang an Seelengewinn gegangen seid und weiterhin treu bleibt. Und das hoffe ich auch für euch, dass ihr weiterhin zur Kirche kommt und Seelengewinn geht. Und hier ein paar Erfahrungen mitnehmt, einfach vom Seelengewinn. Vielleicht könnt ihr ein bisschen was besser machen oder wie auch immer. Ja.
Und ja, danke fürs Gespräch und ich hoffe, ihr habt einen guten Rückflug. Danke für die Zeit hier auf jeden Fall. War echt eine gute Zeit. Amen.